mag diese 9%igen Chancen-Dinger, die sind so nützlich fast schon. Was haben wir denn da oben noch? Schamanen sind auch meine Fetische. Warum heißen die Fetisch? Ich weiß es nicht. Wieso nicht? Du bist doch voller Überpro. Der Spiel 3 Jahre lang ohne Unterbrechung gezockt hat. Und nicht Akt 3. Ich hab's jahrelang gespielt. Akt 1 und Akt 5. Der Schinderdschungel. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir zu weit sind. Ach Quatsch. Aber ich hätte jetzt echt gern langsam mal gerne einen Teleporter. Mhm, wäre nicht schlecht. Guck mal, hier sind schon alle Gegner. Ja, Schinder sind hier. Wenn die mal stehen bleiben. Dann nochmal zurück. Da unten ging es nämlich auch noch lang, glaube ich. Ah. Hallo, kommst du mal? Ich komme gleich. Läuft schon in die falsche Richtung? Ich komme gleich. Dann laufe ich alleine zurück. Mögest du da oben sterben? Wow, 20 Kisten voll mit goldenen Gegenständen. Liegen einfach so 10 goldene Gegenstände auf dem Boden. Ja, komm halt wieder runter. Was rennst du jetzt da oben noch rum? Ich komme schon. Es waren doch ein paar viele Gegner. Scheiße, mir hilft. Eier irgendwo rum und verreckt halber noch, aber sich dann nachher wieder beschweren. Und natürlich die Gegner wieder mitbringen. Großartige Leistung. Nur ein. Oh, ja, nur ein. Oh, guck mal, er hat Duriel wieder mitgebracht. Nee, wie ist der? Amriel? Dieser Typ. Ich habe den Namen schon vergessen. Duriel. Ja. Das ist doch richtig. Ich bin überladen. Das ist auf höhere Schwierigkeitsstufen, das ist ein normaler Gegner. Ich fürchte keine Blitze mehr. Weil Gegner, die Feuerschaden machen, sehr gut. Ja, da geht's ja wieder hoch. Ja, nee. Falsche Richtung schon wieder. Nochmal runter. Davor trinke ich den Baum leer. Verzauberst du die oder was? Was? Die verzauberst. Ja, ich verzauber die. So, lass uns wieder runtergehen. Irgendwo da unten geht's noch weiter, glaube ich. Mhm. Ich senke die Verteidigung um 40% oder um 40 einfach nur. Steht gar nicht Prozent. Oh, guck mal, Stahldresche. Dreschen Stahl statt Getreide. Aha. Ja, hier muss auch gedreschen werden. So, ich sitze jetzt mit einem Teleport hier aus, Jungs. Heute nicht mehr. 2 Stunden später, Teleport. An jedem Teleporter vorbeigelaufen. Krummsäbel. Was haben wir da unten noch? Dämonen. Das sind Bolzen. Auch ich nicht. Doch, willst Bolzen mit einem Pfeil und Bogen verschießen? Sag doch schon der Name, Pfeil und Bogen, hallo? Dann brauchen wir Bolzen. Mhm. Für mich schreiten Bäume ein. Ist das hier Herr der Ringe?
sind da noch. Noch mehr Bäume, hey. Habe ich mir wo ist denn Delfino jetzt hin? Ich bin hier oben hochgelaufen. Ja, warum sollte auch der Nahkämpfer vorangehen? Das ist total unsinnig. Mögest du auf einen Boss treffen, der dich tötet, so instant. Mögest du den Boss von Kapitel 3, Akt 3 finden. Töte den mal schnell. Mephisto ist das übrigens. Was, wer? Mephisto, kennst du den nicht? Nein. Geht sogar nicht weiter, oder doch? Nö, ja, was gibt's hier einen fehlerhaften Topaz? Ich such doch nur ein Teleporter-Spiel. Ist doch alles, was ich möchte. Teleportieren. Ich will nicht, dass wir aufhören. Lass mal einen Brunnen leer saufen. Zu zweit. Hat ja sonst nichts zu tun. Das war magisches Wasser, das macht einen auf magische Art und Weise betrunken. Ich bin über. So, aber kommt jetzt hier mal langsam ein Teleporter irgendwo? Nein. Ich akzeptiere kein Nein. Das ist. Nein, das ist keine Kälte mehr. Ich kann nicht noch mehr tragen. Gierige Gierschlund. Teleport, was ist da drüben noch? Wer hergekommen? Ich glaube, das ist ein Endboss. Also so Champion und so. Na, hier sind ertrunkene Kadaver. Du musst sowieso mal zurück. Weil. Komm her, wir müssen Gegner töten, du Spast. Jetzt hau dir ab, verstehst du? Mitten im Kampf, oh, ich verpiss mich. Tschüss, du Wichser, geh sterben. Nächsten Boss töte ich auch wieder alleine. Ich hab mal mit Kane geredet. Oh, lass das! Nee, nirgends vom Teleporter. Nee, da haben wir gestartet. Hier startet gerade ein Flugzeug. Hast du ein Flugzeug, hast du? Ja, das Flugzeug. Es fliegt gerade wieder in irgendein Gebäude rein. Achso, bei dir? Ja, keine Ahnung. Was ist denn hier? Was ist mal ein Teleporter? Wissen Sie, wo hier ein Teleporter ist? Jetzt. Dumme Mistviecher. Brustpanzer, toll. Ist bestimmt kein Schrott oder sowas. Goldener Bogen. Na, den will niemand. Ich habe nur so ganz fette Heiltränke. Langsam wird's doch seriös hier. Oh, wo bist du denn? Ja, es geht dich einen Scheißdreck an. Ich brauch dich nicht, ich kann das alleine. Ist runtergelaufen bestimmt, oder? Wüsstest du jetzt wohl gern was?
Aber du wirst meine goldenen Diamant-Amethysten, die Smaragde nicht mehr mitnehmen. Folge einfach den toten Gegnern. Ah, hier ist ein Wegpunkt. Was ist wo? Hey, bist du da hingekommen? Kannst du mal aufhören zu cheaten, du Spast? Und durch Wände zu gehen? Oben, hier ist eine Brücke. Ach, Scheiß ist da. Komm hier mal her und hilf mir mal. Ich weiß ja gar nicht, wo du bist. Ach, diese Ausreden wieder. Oh, ich weiß nicht, wo du bist. Oh, ich bin nicht unbesiegbar. Oh, ich kann dir keine Million Goldstücke geben. Nichts kann der Kerl. Jetzt muss ich auch noch zu ihm laufen, verstehst du? Schau, das Gesindel hier. Statt seinen Teleporter mitbringt. Nein, ich lasse ihn da liegen. Oh, er ist auf dem Boden. Keine Lust, ihn mitzutragen. Ein faules Stück Scheiße. Ich stinke. Ich bin überladen. So, dafür trinke ich jetzt den Brunnen alleine leer. Kannst mich mal. Schon Level ab? Was? Hast du schon Level abgekriegt? Fast. Ich brauche noch 40.000. Ich brauche nur die Hälfte ungefähr. Oh, Körbe. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich muss erstmal verkaufen gehen. Spinnwald gibt's aber auch schon einen. Spinnwald, das war doch oben, oder? Ja, gleich, wenn man hier rausläuft. Wollen wir die auch noch suchen gehen? Die müssen wir dir jetzt zeigen. Vergesst nicht, dass eure Hauptaufgabe hier in Kuras darin besteht, Mephisto zu vernichten. Die alten Horadrim kerkerten den Herrn des Asses im Inneren des Wachtturmes ein, der sich in der Tempelstadt Travinkal befindet. Wisset, die einzige Möglichkeit, in Mephistos Kerker einzudringen, besteht in der Zerstörung eines Artefaktes, das hypnotische Kugel genannt wird. Mephisto benutzte dieses Artefakt, um die Zakarum-Priester und deren Anhängerschaft zu manipulieren. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Kugel zu zerstören. Man benötigt dazu einen alten Kultflegel, der durch einen Zauber mit dem Geist eines standhaften Priesters gedrängt wurde. Schon bald nach seiner Einkerkerung ließ Mephisto seinen üblen Einfluss auf die Priesterschaft der Zakarum wirken. Alle wurden auf seinen dunklen Weg gezogen. Alle bis auf einen, Kalim, den Kehegan des Hohen Rates. Mephisto befahl den anderen Ratspriestern, Kalim zu erschlagen und zu zerstückeln und seine Überreste dann im ganzen Königreich zu verstreuen. Der Priester Sankekur folgte Kalim als Kehegan nach und wurde schließlich zu Mephistos Verkörperung hier auf der Ebene der Sterblichen. Der korrumpierte Hohe Rat schuf eine Kugel, um den Rest der gläubigen Zakarum-Anhänger zu steuern und benutzte seine Macht, um das Lager ihres Herrn vor sterblichen Augen zu verstecken. Eure Aufgabe besteht darin, Kalims überall verstreute Überreste zu suchen, sein Herz, sein Gehirn und sein Auge. Dann müsst ihr Kalims Flegel und seine Relikte mit Hilfe des Horadrim-Würfels verzaubern und in Kalims Willen verwandeln. Ist dies geschafft, müsst ihr die hypnotische Kugel mit Kalims Willen zerstören, um den Weg ins verderbte Heiligtum von Mephisto zu öffnen. So, erstmal mein Zeug identifizieren. Wie cool, dass ich mal... Hey, mein Stab ist weg. Fick dich, Spiel. Stab? Ja, der Stab.
Welcher Stab? Welcher Stab? Na, der Stab, den wir im letzten Ding genötigt haben. Der Horatrim-Stab? Ja, der ist weg. Ich will den wieder haben. War ja auch ein Quest-Gegenstand. Ich habe den nie benutzt, ich möchte ihn wieder haben sofort. Ich hab den noch nicht benutzt. Du hast ihn benutzt, freilich. Ja, um da reinzukommen, habe ich ihn benutzt. Ja, also. Nein. Kann man solche Zauberdinger kombinieren? Glaube ich nicht, nein. Oh, ist das mal ein Händler? Gibt's denn hier einen Händler? Wo bist du denn schon wieder hingerannt? Ich bin im Spinnenwald. Super, ey. Anstatt dass man wartet irgendwie. Nö, holy verreckste. Ja, wenn du zu mir willst, musst du bloß sagen. Ich kann einen Teleporter machen. Soll ich einen machen? Ich verkauf gerade. Das ist mal alles, was nur plus 1 gibt. Das muss alles mal weg. Ich habe die Spinnenhöhle gefunden. Das ist hier kein Mensch. Das kann ich kombinieren. Das da auch. Während der Delfin wieder gierig draus rumläuft, um Erfahrungspunkte einzukassieren. Und den Hals einfach wieder nicht genug voll bekommt. Wo bist du denn jetzt? Ich bin in der Stadt. Ja, mache ich jetzt einen Teleporter und dann kannst du zu mir kommen. Und wo ist jetzt der Teleporter? Ja, den suche ich ja noch. Da unten ist die Spinnenhöhle. Ja, wen? Die machen wir heute nicht mehr. Oben waren wir schon. Gehst du mal darüber? Ist da nicht noch? Geht's auch noch weiter? Was hältst du denn? So spannend. Ich will mir den Dreck nicht anschauen. Hier ist ein Spinnenboss. Da ist ein Teleporter. Wegpunkt. Müssen wir überhaupt hin? Zeigen Sie Mischief die Figur. Ja, Spinnenmonster Gruft ist hier noch. Ja, machen wir heute nicht mehr. Ich gehe jetzt erstmal Mischief, wie auch immer, die Statue zeigen. Moment, ich habe die Statue nicht wieder bewurscht. Diese Jade-Figur vervollständigt den Satz, den ich gesandt habe. Ich habe diese Figur eines goldenen Vogels seit Jahren. Denke aber, es ist ein fairer Mensch. Ich habe das Ding noch gar nicht dabei.
Jetzt habe ich ihn offensichtlich dabei. Und der Fino läuft ja, wer weiß warum. Ich habe Legenden über einen Weisen namens Quilly gelesen, der die Mysterien des Lebens nach dem Tod studiert. Wenn ich mich recht entsinne, wird seine Asche in einer goldenen Statue aufbewahrt. Es war eine sehr seltsame Geschichte. Alcor, den goldenen Vogel. Wer ist ein Alcor? Ach, der Typ da oben. Ich hoffe, es droppt irgendwas Geiles und der Fiel ist nicht da und ich bekomm's. Alles. Guten Tag. Ah, der goldene Vogel von Kuile. Dank. Beschäftigt euch irgendwie, während ich mit der Asche darin experimentiere. Dann kommt zurück und seht, was ich für euch gemacht habe. Aus der Asche von Kuile habe ich euch einen Trank gemixt. Wow. Ich habe einen Trank bekommen. Elixier des Lebens, Rechtsklick erhöht Lebenskraft und...